Und dann könnt ihr das nach oben, nach unten, nach rechts, nach links verschieben. Farbig sortiert ist wieder gar nichts. Ich habe wieder alles kreuz und quer hier reingebastelt. Ich hoffe, man hört es einigermaßen. Im Hintergrund. Ihr abonniert meinen Kanal, schaut aber meine Videos nicht. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, Freunde, euch geht's gut da draußen. Ihr wisst, was heute abgeht, beziehungsweise was heute für ein Video kommen wird, denn ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Wir reden heute mal über Automation Clips in FL Studio. Was sind Automation Clips? Wie funktionieren die? Was bringen die? Das zeige ich euch heute alles in diesem kleinen Tutorial. Bevor wir jetzt aber in FL Studio switchen, habe ich noch ein, zwei Sachen zu sagen. Mal wieder. Und zwar erstens, ich sag's zwar immer wieder, aber Leute, vielen, vielen, vielen Dank für den heftig geilen Support. Allein mein letztes Video ist ja absolut krank bei euch angekommen. Allein von den Klicks her, ich glaube, ich hatte am ersten Tag schon über 100 Klicks. Ich glaube, innerhalb von 4 Stunden schon. Und ihr habt fleißig kommentiert, genau das, was ich wollte. Und es kam nur positives Feedback, es kam nicht einmal was Negatives. Und ich kann dazu nur eins sagen, ich küsse eure Augen. Ohne Scheiß, Leute, ich finde es mega, mega geil, dass ich so eine geile Community habe. Was ich mich aber trotzdem frage, ist, ich habe jetzt knapp 1000 Abonnenten, aber immer so zwischen 100 und 200 Views auf meinen Videos. Wo sind die restlichen 800? Das verstehe ich nicht, weil ihr abonniert meinen Kanal, schaut aber meine Videos nicht. Deswegen verstehe ich es nicht so, aber ich habe aber trotzdem treue Zuschauer, die jedes Video von mir anschauen. Thema Nummer 2, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Und zwar ist es ja so, ich habe ja einen Zweitkanal, mache da drüben immer meine Mixe. Und es kam jetzt ewig nichts mehr, obwohl ich schon wieder eigentlich einen neuen Mix aufgenommen habe. Den habe ich leider noch nicht geschnitten. Kurze Frage an euch, vielleicht kann mir das ja irgendwer von euch beantworten. Und zwar ist es ja so, ich oder generell YouTuber dürfen ja nicht jeden Song verwenden. Zum Beispiel jetzt für einen Mix oder für irgendeinen Vlog als Background Music. Ich mache es ja immer so, wenn ich zum Beispiel Musik finde, wo ich sage, die ist mega, mega geil, die will ich unbedingt in meinem neuen Mix haben, muss ich das erstmal abgleichen mit den Musikrichtlinien von YouTube. Also es gibt ja von YouTube selber so eine Bibliothek, wo man nachschauen kann, ob man die Musik verwenden kann oder nicht, also verwenden darf oder nicht. Es gibt zwar viele Treffer, aber es gibt auch so viele Songs, die nicht in dieser Bibliothek vorhanden sind. Deswegen meine Frage, weiß jemand von euch, wo man parallel noch nachschauen kann, ob ich diese Musik verwenden darf? Oder gibt es da eine Alternative? Muss ich die Künstler anschreiben, ob ich es verwenden darf oder nicht? Keine Ahnung. Deswegen meine Frage an euch. Wenn es mir jemand sagen kann, gerne unter dieses Video kommentieren oder mir eine Privatnachricht schicken. Würde ich mich auf jeden Fall richtig freuen. Und ich würde sagen, Leute, wir switchen jetzt wieder in FL Studio, weil ich merke einfach, ihr habt so Bock drauf. Und ich habe genauso Bock drauf, obwohl ich sagen muss, es kann heute passieren, dass ich mich ab und zu wieder verspreche. Denn ich war gestern wieder feiern und ich merke noch ein bisschen den Rest Alkohol. Aber ich glaube, ich krieg's heute hin. Deswegen lehnt euch zurück wieder, wie in jedem Tutorial, holt euch wieder Chips, keine alkoholischen Getränke, denn die schaden nur eurer Leber. Und ich würde sagen, wir starten. Let's go! So Leute, ich bin heute ein bisschen weird drauf, aber ich versuche trotzdem einigermaßen ein gutes Tutorial euch zu liefern. Und zwar, wie gesagt, heute geht's um ein sehr, sehr spannendes Thema, und zwar Automation Clips. Was bringen Automation Clips? Wie funktionieren die? Das werde ich euch heute zeigen. Automation Clips sind dafür da, dass ihr in dem Song, in eurem Remix, die Effekte und sowas beeinflussen könnt. Das heißt, ihr könnt mit diesen Automation Clips, wo ich euch gleich zeige, könnt ihr beeinflussen, wann der Effekt eintreten soll, wie krass der Effekt eintreten soll. Ich zeige euch jetzt ein paar Funktionen, bei was ihr das alles anwenden könnt, denn es ist eigentlich so simpel und so hilfreich. Diesen Remix kennt ihr ja mittlerweile schon, ist ja mal aktueller, ist jetzt echt bald fertig, Leute, der wird jetzt echt bald released. Ich hänge gerade nur am zweiten Drop, weil ich will den noch ein bisschen fetziger machen als den ersten. Den kann ich euch mal kurz nochmal zeigen.
Oh, Gänsehaut, Mann. Oh. Und jetzt schöner Übergang. Nice. Oh, da könnte ich mir echt schon wieder ein Bier aufmachen. Spaß beiseite, Leute. Wie gesagt, heute geht's um diese schönen Linien, was ihr hier in diesem Remix findet. Beziehungsweise seht, ihr merkt schon, farbig sortiert ist wieder gar nichts. Ich habe wieder alles kreuz und quer hier reingebastelt und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert und für was ihr Automation Clips braucht. Und zwar, wo zeige ich euch das am besten? Machen wir es einfach mal hier beim Drop. So, wie kann man Automation Clips erstellen, beziehungsweise bei was? Soweit ich weiß, bei fast allem, zum Beispiel jetzt, wir gehen jetzt hier in diesen Channel, habe jetzt hier meine Melodie, Moment, ich zeige euch die von der hier. So, spielen wir mal kurz ab. Moment, da hatten wir jetzt schon den Automation Clip gehört. Genau, wie ihr so einen Automation Clip einfügen könnt, ist ganz simpel, und zwar ihr geht oben wieder in eure Leiste. Rechtsklick und wir sagen mal bis hierhin. Das heißt, originaler Track, mache ich mal kurz den Kickstart noch an und die Drop-Melodie und den passenden Automation-Clip. So, ich spiele es mal ab. Also man hört schon wieder, der Kickstart greift ein, ist auch mit einem Automation-Clip gemacht worden oder habe ich so eingefügt. Und ich zeig's euch aber jetzt mal in der oder mit der Melodie. Ich hoffe, man hört es einigermaßen. Im Hintergrund. Also ihr habt schon gehört, dass es von leise immer lauter wird. Und genau das bewirkt dieser Automation Clip. Ihr könnt es wirklich an jedem Effekt anwenden. Und zwar öffnen wir jetzt mal den Mixer. Ich habe jetzt hier die Drop-Melodie bzw. diese Vocals auf Channel 3 gepackt. Und habe mir bzw. arbeite immer mit einem Fruity-Filter. Ich kann es euch ja mal ohne den Vocals abspielen. Und man sieht hier, wie der langsam nach oben geht. Und wieder runter. Genau, und das habe ich einfach nur mit dieser Linie gemacht. Das heißt, wir können das jetzt auch mal mit der Lautstärke machen. Moment, Mixer zu. So, ich gehe jetzt hier einfach zu der Vocal. Drücke jetzt hier einfach mal bei Volumen Rechtsklick. Hier steht Fett Create a Automation Clip. Drückt ihr drauf und es erscheint irgendwo hier unten zum Beispiel genau eine Linie. Wenn ich das jetzt abspiele, bleibt das Volumen auf einem Level, weil ich hier noch nichts verändert habe. Ich spiele es jetzt nochmal ab. Moment, ich mache jetzt mal den Automation Clip von dem Fruity Filter aus. Also die Lautstärke bleibt immer auf einem Level. Und wenn ich jetzt hier, könnt ihr zum Beispiel mit Rechtsklick wieder solche Kreise erstellen, sage ich mal, oder solche Punkte. Und dann könnt ihr das nach oben, nach unten, nach rechts, nach links verschieben. Sagen wir mal, wir wollen jetzt den ersten Part laut. Dann setze ich hier wieder einen Punkt und dann soll es wieder leise werden. Okay, Moment, ich mache es noch ein bisschen leiser. Laut. Leise. Genau. Und wenn ihr zum Beispiel, hoppala, wenn ihr jetzt hier sagt, ah, das gefällt mir nicht, könnt ihr wieder einen Rechtsklick machen auf diesen Punkt und einfach auf Delete, dann löscht ihr sozusagen diesen Punkt wieder raus. Beim Drop ist es eigentlich immer so, dass ihr
auch mit dem Volumen oder zum Beispiel mit dem Echo, scheißegal an was ihr das anwendet, immer von leise auf laut macht. Und deswegen hört sich das bei mir halt so an. Leise. Aber hier habe ich jetzt einen Automation-Clip erstellt, nicht für die Lautstärke, sondern für diesen Fruity-Filter. Der macht einfach so einen gedämpften Ton und der wird aber immer klarer sozusagen. Die Vocal ist jetzt ganz tief, sage ich mal, und die öffnet sich, umso weiter ich den Pegel nach oben drehe, öffnet sie sich wieder. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen verstehen. Ich kann ja jetzt hier, ich speichere es dann einfach nicht ab, ich kann es euch ja hier mal demonstrieren. Und zwar gehen wir jetzt mal hier an diesem Punkt hin und ich ziehe den jetzt mal nach oben und lasse die Vocal laufen. Habt ihr gehört? Jetzt wird der Ton immer klarer. Das ist halt der Effekt vom Fruity-Filter. Das könnt ihr bei einem Echo anwenden. Das können wir auch noch kurz machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier auf der 3 auch einen Fruity-Reverb. Und zwar haben wir hier wieder lauter Regler. Hier unten Reverb, also wie viel Prozent, wie krass soll der Reverb werden. Rechtsklick, wieder auf diesen Kreis hier, Create Automation Clip. Und jetzt könnte ich sagen, hier oben ist er, das schließen wir mal und ich boost jetzt den Reverb komplett nach oben. Hört sich auch geil an in dem Remix bzw. zum Drop hin. Ich spiele es mal ab. Ist halt jetzt auf 100%. Ihr könnt es zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier ganz nach oben geht, könnt ihr hier mit diesem mittleren Punkt immer solche Wellen erzeugen. Das heißt, ihr klickt mit der linken Maustaste drauf. So könnt ihr sagen, leiser, leiser, leiser und langsam laut. Oder genau den anderen Effekt, leiser und immer lauter werden, also schneller. Ihr könnt aber auch sagen, gut, ich will jetzt am Anfang so eine Welle, die von unten nach oben geht und hierhin, sagen wir mal, soll sie von oben nach unten. Sieht lustig aus, aber ihr hört jetzt mal den Vergleich. Und jetzt wieder weniger. Und wieder mehr. Und das ist eigentlich der Trick von einem Automation Clip. Wie gesagt, ihr könnt es echt an jedem anwenden. Das Einzige ist, was ich festgestellt habe, ihr könnt zum Beispiel beim Equalizer hier auf diese Punkte keinen Automation Clip anwenden. Da gibt es natürlich auch wieder einen Trick. Und zwar, ich klicke jetzt einfach mal auf den Regler hier. Das ist zum Beispiel auch die Lautstärke, beziehungsweise wie krass soll zum Beispiel jetzt der Equalizer eingreifen. 0%, 25%, 50%, 75% und 100%. Ihr könnt jetzt hier auch einfach einen Create Automation Clip machen. Könnt den Equalizer damit beeinflussen. Wird man jetzt nicht viel hören, aber es ist auch möglich, einen Automation Clip mit dem Equalizer zu machen. Und wie gesagt, ihr könnt es bei so viel anwenden. Und es ist zum Beispiel auch sehr interessant in einem Intro. Kann ich euch auch noch kurz zeigen. Aber ganz wichtig, Leute, bevor ich euch jetzt das Intro zeige, ihr müsst immer die Stelle markieren, wie lang der Automation Clip gehen soll. Zum Beispiel hier ist halt der Drop bzw. Fill-In zum Drop. Und dann kommt nur noch die Vocal und dann kommt schon der Drop selber. Ich hoffe, ihr versteht das einigermaßen. Aber ich zeige euch jetzt noch kurz das Intro, weil dann ist eigentlich das Tutorial schon wieder vorbei. Ich habe jetzt hier, gut, für die Keimbill habe ich jetzt auch einen Automation Clip gemacht. Aber für die Drop-Melodie können wir hier auch noch was einfügen. Komm, nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Zack, zack, zack. Und man hört hier, reagiert auch der Automation Clip bzw. der Fruity Filter wieder. Ich spiele das Ganze mal ab. So Leute, das war's mit diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen wieder ein bisschen helfen. Ich wäre froh gewesen, wenn ich damals, wo ich angefangen habe zu produzieren, einen YouTuber gesehen habe, der deutschen Content macht, wäre ich mega, mega glücklich gewesen. Gab es bei mir nicht, deswegen mache ich diesen Shit nur für euch, Leute. Deswegen gebt mir gerne wieder einen knackigen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen haben solltet oder Wünsche für irgendein Video, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und seid gespannt auf mein nächstes Video. Da geht es mal um wieder DJ-Bereich.
wird ein interessantes Thema. Deswegen aktiviert auch gerne die Glocke, dann verpasst ihr dieses Video nicht. Und ich würde sagen, Leute, schickt mir wieder eure Remixe. Ich kriege schon fast täglich Ausschnitte von euren Remixen, was ich sehr, sehr geil finde. Und ich versuche halt immer ein paar Tipps euch noch zu geben. Ich hole mir auch ein paar Tipps von euch noch. Und ich melde mich jetzt ab. Ich werde jetzt noch ein bisschen an diesem Remix arbeiten, weil der muss jetzt endlich mal released werden. Ich bin ja eigentlich fast fertig, bloß am zweiten Drop hängt es noch ein bisschen. Jawohl, wieder ein Abonnent mehr. Woo! Leute, geht richtig gut ab. In diesem Sinne würde ich sagen, ich melde mich jetzt ab. Ich habe schon wieder über 20 Minuten hier reingelabert. Wir sehen uns zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und